Also es gibt ein paar Bilder zu dieser Szene. Das ist ein berühmtes Renaissance-Gemälde, die Ankunft der Queen of Sheba. Ja, das kennt man, ne? Ja. Und du bist jetzt die Queen. Viel Spaß. Das ist ein wunderbarer Stilmix von Chick Corea aus dem Gitarrenkonzert von Rodriguez und einer eigenen sehr jazzigen Idee. Und wir beide haben so ähnlich wie bei der Königin, haben aufzupassen, dass wir, sagen wir mal, gleichzeitig fertig sind. So. Und das meiste andere auch zusammen. Thank you.
jetzt mal ein schönes Volkslied wünschen. Ja, und dann werden wir es für euch spielen. Dann müsst ihr auch mal was leisten heute Abend hier. Nun? Ja? Was Frühlingshaftes für euch? Habt ihr einen Vorschlag? The morning is broken. I just asked for a song and we don't know, so she said morning is broken. So, welches Instrument soll ich nehmen? Alle. Also das folgende Projekt ist noch im Werden. Wir vertonen eine von den unvergesslichen Chaplin-Szenen. Das ist die, wo er dummerweise in einem Wagen gelandet ist, wo auch noch ein Löwe ist, The Lion Cage. Und das Tonmaterial davon heißt Slippery Wreck von Clarence Woods. Heute spielen wir die konzertante Fassung. Demnächst geht dann hier eine Leinwand runter. Also kommen Sie wieder. Eins, zwei. Thank you.
ist jetzt ein winziger Projektausschnitt. Irgendwann werden wir beide die komplette Dichterliebe von Heinrich Heine spielen und ein Schauspieler wird die Texte sprechen. Ich habe das mal mit einem Cellisten gemacht, das war sehr viel tiefgehender, als wenn das so mit Schmalz und Schmelz gesungen wird. Das ist ja schon manchmal ein bisschen antiquiert wirkend. Diese Texte von Heinrich Heine haben ja eine revolutionäre Tiefe nach wie vor. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Wir haben ja vorhin ein ukrainisches Volkslied gespielt und jetzt wollen wir ein russisches Volkslied spielen. Und zwar deshalb, weil wir natürlich hoffen, dass die Völker es schaffen, sich zu verständigen und dass wir uns gegenseitig mit Respekt und Gutem irgendwie behandeln. Und deswegen spielen wir jetzt ein russisches Volkslied, auch mit der Idee, dass vielleicht Musik, ach, wir wissen es nicht, aber Musik, was bringen kann oder beitragen kann, was man irgendwie mit Worten nicht lösen kann oder auch nicht ausdrücken kann, an Schwierigem irgendwie ausdrücken zu können vielleicht. Ja, deswegen spielen wir jetzt Stand ein Birkenbaum auf Deutsch, heißt es. Thank you.
ein schönes Stück.